Und damit ein herzliches Hallöchen, meine lieben Resident Evil Freunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Resident Evil Village. Ja, herzlich willkommen hier zur neuen Folge und vielen Dank auch wieder fürs Bewerten der letzten Folge. Hat mich wie immer sehr gefreut. Wir befinden uns jetzt hier gerade vor dem Haus von Luisa, denn mir wurde in den Kommentaren mitgeteilt, dass ich doch bitte am besten zu Mutter Luisas Haus zurückkehren soll, um dort den riesigen Wolf zu töten. Denn dieser Wolf soll wohl viel stärker und viel, viel größer sein als dieser normale Wolf, den wir bislang getötet haben, diesen einen da, wo wir auch die Cutscene hatten. Und der soll wohl nochmal ordentlich Knack bringen. Und deshalb befinde ich mich jetzt hier gerade nochmal. Da läuft er, oder? Der ist schon mächtig groß. Okay. Er hat uns gerade gesehen gehabt. Okay. Jawohl. Jawohl. Okay. Oh, das war nicht gut. Kann ich es gleich benutzen? Oh ja, sehr gut. Uiuiui, rein hier, rein hier. Okay, von hier oben sehe ich ihn wahrscheinlich besser, oder? Okay, komm mal her, mein Freund. Komm mal her, komm mal zu Papa. Wo ist er denn? Da läuft er. Ich bin hier oben, mein Freund. Komm hierher. Komm, komm, komm zu Papa. Oh! Das war eng. Alter, ist der groß. Okay, er ist wirklich groß. Er ist wirklich groß. Oh. Alter. Alter, ist der hässlich. Hui. Okay. Wo ist er hin? Da läuft er, oder? Treffer. Nochmal. Oh! Autsch! Au, Mann, der kann aber auch gut austeilen, der liebe Typ, ey. Holla, die Waldfee. Okay. Ich mach mal Folgendes. Ich lenk den nochmal hierher. Wo ist die verdammte Tür? Hier, okay. Okay, ich lenke den nochmal hierher. Wo ist er denn? Da unten irgendwo. Haben getroffen. Er müsste hierher kommen. Komm hierher gerannt. Komm, komm. Hä, warum? Jawohl. Reingetroffen. Diese Sau. Alter, der hält aber auch einiges aus, ey. Okay, pass mal auf. Wir wechseln mal die Granaten, würde ich sagen, oder? Wie kann ich die denn wechseln? Okay, hier. So, komm, packen mal die rein. Oder wartet mal, wir blenden ihn noch einmal. Da ist er. Okay, geblendet haben wir ihn. Jawohl. Nochmal blenden.
Was hält der eigentlich aus? Oh! Oh mein Gott! Okay. Alter, was der für Schaden reinsemmelt. Okay, das ist, nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Wir haben hier langsam echt Probleme. Okay, gut. Ich muss mal ganz schnell gucken, kann ich... Ja. Ich kann mir Gott sei Dank Kräuter machen. Oder beziehungsweise hier so einen schönen Smoothie. Ich würde auch nicht meine ganzen Granaten dafür draufhauen. Wo ist er denn? Ach, da also. Kann der bitte hier hochgelaufen kommen? Hier bin ich. Hier bin ich. Jawohl. Sehr, sehr gut. Werwolf-Bändiger. Ich hab ihn. Kristalline Urzeitbestie. Oh, und eine Errungenschaft habe ich bekommen. Ja, nice. Okay, schön, dass man ihn nicht sieht, weil er hier... Naja, egal. Gut, wir haben einiges an Munition verschwendet, aber ich glaube, wir haben das trotzdem ganz, ganz gut hinbekommen. Hätte schlimmer sein können. Wir verkaufen das gute Stück jetzt noch beim Duke. Und gucken mal, was das eventuell noch bringt. Also geldtechnisch. Ich weiß nämlich nicht, ob es so sinnvoll war, das jetzt rauszuhauen. Da muss ich ehrlich sein. Da muss ich wirklich ehrlich sein. So, wir laden auch definitiv erstmal hier noch unseren Granatwerfer nach. Aber da muss ich jetzt wirklich ehrlich sein. So, hier. Nee, ich möchte etwas verkaufen, lieber Duke. 80.000. Okay, das hat sich definitiv gelohnt. 80 fucking 1000. Okay, das ist heftig. Zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Alter Finne, das ist... Ja. Alter, war das... Okay, das ist krass. Gut, das packen wir jetzt mal noch hier hoch. Das können wir auch mal noch drehen und hier mit hochpacken. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen Inventarplatz. Und dann wollte ich mal noch gucken... Taubenblut. Ich kann das nämlich hier kombinieren. Ach, guck doch. Ah, guck doch einer an. Bestätigen. Lady Dimitrescus Halskette. Eine mit 2 Rubinen besetzte verzierte Halskette aus purem Gold. Sehr wertvoll. Gut, die haben wir jetzt auch voll. Das heißt, die können wir auch noch verkaufen. Die müsst ihr dann auch nochmal... Alter, nochmal 50.000. Leute, wir schwimmen ja gerade in Geld. Davon willst du dich trennen? Nein, nein, ich kaufe es dir gerne ab. Ja, natürlich möchte ich mich davon trennen. Beachte mich gar nicht. Okay, was kann ich denn hier warentechnisch noch kaufen? Ui. Das ist normale Pistolenmunition, ja? Oder? Ja. Das ist Scharfschützenmunition. Pass auf, ich nehme definitiv nur noch ein bisschen Scharfschützenmunition ab. Machen wir mal... Achso, mehr als 6 gibt er mir nicht. Okay, dann nehme ich dir 6 Schuss weg. Und ich nehme dir auch noch ein paar Pistolenkugeln ab. Machen wir mal... Eigentlich könnte ich die auch alle abkaufen. Ja, komm. Da hattest du ein Auge drauf, was? Ich nehme dir alle ab. Dann haben wir nämlich ein bisschen Muni. Und das ist schon ganz gut. So, jetzt können wir hier nochmal abspeichern. Wir sind übrigens auch schon bei 10 Stunden Spielzeit. Ich glaube, ich brauche viel zu lang für das Game. Normalerweise wird so eine Spielzeit von 12 Stunden angepeilt. Ich glaube, ich komme da bei Weitem nicht hin. Ich glaube, ich spiele das Spiel viel zu langsam und versuche ja alles zu entdecken und zu machen und zu tun. Aber, ja. Aber ich finde, so spielt man doch ein Spiel eigentlich richtig, oder nicht? Man will doch wirklich alles sehen, alles ausprobieren, alles gucken, alles suchen, alles finden. Das ist doch viel geiler, als wenn ich einfach nur durchrushe, oder? Oder sehe ich das falsch? Boah, jetzt muss ich ja wieder durch diesen unheimlichen Gang...
Wo wir in der letzten Folge ja schon hier stehen geblieben waren. Ah. Okay, der war letzte Folge noch nicht da. Hallo? Wir bleiben hier mal ganz locker, flockig, ruhig. Alter, warum sind denn jetzt hier so viele von den Viechern? Und seit wann können die so Samba tanzen? Übrigens wurde mir auch mitgeteilt, danke dafür, dass wohl ein kleiner, also wenn man den Vergleich zwischen Resident Evil 7 zieht und Resident Evil 8, dann merkt man, dass Ethan eine Militärausbildung hatte, denn der schmeißt die Munitions- oder die Magazine nicht mehr einfach so weg, wie es damals der Fall war in Resident Evil 7. Sondern er behält diese tatsächlich, wenn da noch Kugeln enthalten sind im Magazin. Ist ein kleines, aber feines Gimmick, was man halt nur merkt, wenn man da wirklich drauf achtet. Wurde mir zugetragen, dass ich darauf mal achten soll. Ach Mann, ey. Ich sollte vor allem meine Schüsse auch nicht so leichtfertig abgeben. Das sind zwar hier nur, ich sag mal, Standardgegner. Aber guck mal, was wir jetzt schon wieder an Munition verbraucht haben. Heftig. Ich frag mich halt auch, ob hier immer wieder welche kommen. Oder... Soll man hier einfach durchrushen? Ui. Okay, vielleicht soll man hier auch einfach nur durchrennen. Ich weiß es natürlich nicht. Oh! Nimm die Axt aus meinen Gliedmaßen! Okay, soll man hier einfach nur durchrennen? Ich kann mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen. Oh, oh, wir sind leer. Oh! Oh Gott. Oh, schieß doch. Ethan, das ist nicht gut. Was machst du hier für Dummzuheiten? Hallo? Hallo? Alter. Oh, das hätte ich fast übersehen hier. Okay, irgendwer hat da oben noch mit Pfeilen oder irgend sowas auf uns geschossen. Ah, da, guckt doch einer an, der Sack. Tschüss. Du Louis. Okay, wie sieht denn das Gebiet hier eigentlich aus? Ich sehe hier nicht, ob ich alles im Gebiet habe, oder? Das ist halt kein Haus oder so. Hier muss man sich ganz genau umschauen. Alter, was das auch für ein Scheiterhaufen hier ist. Das, sieht schon heftig aus. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Pistolmunition, die habe ich vorhin gar nicht aufgehoben. Ja, sieh mal einer an, guck doch. Ich meine, bringt auch gerade nicht so viel. Falls ich was übersehen haben sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Das hilft mir wie immer sehr. Oh oh. Wieso habe ich den Eindruck, dass hier gleich noch was kommt? Dass hier gleich noch irgendwie was Großes kommt? Oder hätte ich die vielleicht hier hinlocken können? Alter, wie das aussieht auch.
Ich muss ja auch immer aufpassen, dass ich auch nichts vergesse. Oder übersehe. Das geht ja so leicht. Alter. Immer schön aufpassen. Okay. Okay. Oh Mann, was schießt denn... Alter, wer schießt denn hier mit Brandpfeil... Hallo? Oh, Mrs. Fletcher. Danke. Freund, Blase. Okay, wo schießt denn hier noch einer mit Brandpfeilen? Ach, da. Habe ich ihn? Ja, den Typen hat noch nicht so ganz erwischt. Habe ich ihn? Ich glaube, ich habe ihn. Okay. Nochmal nach unten. Die haben doch... Hier liegt was. Sag ich doch. Die haben nämlich auch noch schöne Schädel fallen lassen. Die lasse ich mir mal nicht entgehen. Alter, wie viel Pistolenmunition wir auch wieder schon verbraucht haben. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Und wir sind gefühlt keine 20 Meter vorwärts gekommen. Krass, hätte ich so nicht erwartet. Der hat nichts fallen lassen, der Typ hier. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Oh nee, Alter, willst du mich eigentlich komplett rollen? Ich brauche Munition, wenn ich das hier schon sehe. Also man kann sich ja natürlich taktisch auch wehren, so wie das ausschaut. Aber... Erstmal ist die Frage, wo ich hin muss. Da ist eine Leiter. Erstmal nachladen. Das ist sehr, sehr gut, dass ich das jetzt hier gefunden habe. Oh, was haben wir hier? Schrotflintenmunition, nice. Hundert Pro habe ich hier auch irgendwo in dem Gebiet eine Ziege vergessen. Na, ich vermute spätestens, wenn ich da hochklettere, passiert irgendwas. Hier geht auch noch eine Treppe nach oben. Scharfschützenmunition, okay. Ich guck mal, sind alle meine Waffen nachgeladen? Ja, okay. Wie kriege ich dieses Tor auf? Na, verdammt, hier hätte ich wahrscheinlich nicht hingehen dürfen. Okay, da ist eine Treppe. Dann gehe ich erstmal die Treppe hier hoch. Scharfschützenmunition. Dass ich hier so viel Scharfschützenmunition kriege, gefällt mir ganz und gar nicht. Okay. Nummer 1. Okay. Ach du Jemine. Ja, na freilich. Ist klar. Alter, was? Was zum... Was zum Henker? Oh, beruhigt euch, Bros. Beruhigt euch. Oh mein Gott. Wo sind sie? Aua, hinter mir ist noch einer. Zwei. Oh mein Gott. Hoch da. Hoch hier. Schnell, komm schon. Oh Mann, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hier ist nichts drin. Was? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Los, hebe den Hebel. Ich habe ein bisschen Zeitdruck. Holla, die Schweinebacke. Oh, oh. Oh, oh. Heil dich, Ethan. Okay.
Aua! Nein! Nein! Ethan! Ethan! Jetzt gib hier nicht den Löffel ab, Junge! Mann! Ich hab nichts mehr zu mich... Hab ich tatsächlich... Oh mein Gott. Ich hab nichts mehr, um mich zu heilen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mann! Was mache ich hier für eine Scheiße? Oh mein Gott. Boah. Okay. Ja. Das, lief. Alles andere als, gut. So, wartet, ich würde da nochmal hochklettern. Weil ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Kann ich hier eigentlich? Nö. Weil ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher, ob ich da oben jetzt jemanden getötet hatte und das hab liegen lassen. Das möchte ich mal gerade eben nochmal checken. Hier war auch eine Kiste, die mir nichts gebracht hat. Da hätte ich noch das Ding zerschießen können, aber die stand an einer irrsinn... Alter, wie geil das aussieht, bitte. Die stand aber an einer irrsinnig schlechten Stelle, fand ich. Okay, weiter geht's. Kommt der Duke hier irgendwo? Ich bräuchte Munition. Duke, wie sieht's aus? Deine helfende Hand mit... Oh oh. Deine helfende Hand mit Munition. Oh, hier kann ich speichern. Eine Rohrbombe. Pistolenmunition. Ja. Oh, ich wollte nachladen. Rostige Reste. Was haben wir hier? Scharfschützenmunition. Nehmen wir alles mit. Das ist alles schön. Da gibt's nichts. Okay. Hier geht's weit nach oben, oder? Kann ich hier komplett drumherum laufen? Scheint so. Was ist da oben? Ist das nur die Mauer, die kaputt ist? Okay. Na schön. Wir speichern mal ab. Ach, das war doch die Bude, in der wir am Anfang waren, oder? Okay, hier geht's nicht hoch. Aller Anschein nach. Oh, scheiße, ich höre ja aber viele, viele Gegner. Also, ich höre sie. Ach, du Schande. Ach du Schande. Das muss ihr Nest sein. Nest ist gut. Boah, wie viel Heilung kann ich mir bitte noch herstellen? Immerhin, einmal kann ich noch. Okay, schön. Pistolenmunition kann ich machen. Ich kann auch Schrotflintenmunition machen. Rostige Reste, Chemikalie. Chemikalie haben wir viermal tatsächlich.
Aber Flintenmunition, ich krieg nur 3 Flintenmunition. Das ist halt echt nicht viel. Na, ich probier's erstmal so, wie ich jetzt gerade bin. Hihi, hallo. Alles klar. Oh mein Gott. Okay, wir gehen nach unten. Lasst uns hier unten spielen, Leute. Lasst uns hier unten spielen. Lasst uns doch einfach hier unten ein bisschen spielen. Ein bisschen Spaß haben, Freunde. Oh. Okay. Okay. Lasst uns vielleicht nochmal woanders hingehen zum Spielen. Was haltet ihr da? Was hältst du davon? Oh, vor allem hält er jetzt schon 2 Schuss mit der Schrot aus. Oho. Okay. Habe ich hier noch irgendwo so ein... Alter, die können sich schwingen. Wie Indiana Jones. Was soll denn das? Das ist nicht fair. Ja, den habe ich gut getroffen. Den habe ich auch gut getroffen. Schöner Herzschuss. Der auch gut weg. Oh, den habe ich richtig schlecht. Oh nein. Jetzt ist aber gut hier. Macht's mal gut hier. Ich muss hier mal eben. Darf ich hier mal? Danke. 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 Okay, Leute. Mann, ich treffe mit der Scheißwaffe aber auch nix. Nein. Gibt's nicht. Haut ab. Alter, was zum Henker? Was halten die denn jetzt aus? Okay, komm schon. Nein! Oh. Wie viele sind's denn noch? Nein! Nein, nein! Nimm deine hässlichen Finger von mir! Nö. Alter, was? Der hat 3 Schuss von mir abgekriegt! Alter, jetzt ist aber... Nein, ich habe keine Munition mehr! Ja, na klar. Wie viele kommen denn hier noch von denen? Wie wär's mal mit einer Pause? Ich hab keine... Ich hab... Kumpel. Wir müssen reden. Das geht so nicht. Oh, schön ins Knie geschossen. Wie viele kommen hier? Kommen hier immer unendlich welche? Oder habe ich die Möglichkeit, die alle zu besiegen? Ne, die kommen hier immer unendlich wieder, oder? Ach Mann, komm, geh mir aus der Sonne, Junge. Kraut. Nein, lass mich mal bitte. Komm. Jetzt ist aber weg hier. Gut jetzt hier. Tschüssikowski, Alter. Ich muss hier rüber. Ich habe keine Zeit für euch. Ich habe vor allem auch keine Munition. Ich renne jetzt hier einfach nur durch.
Ist mir jetzt vollkommen egal. Nee, lass mich. Komm, hau ab. Na los, Großer. Was? Nö! Was zum... Oh nö. Oh nö. Warte mal, ich muss jetzt nicht... Leute, ich hab... Das schaffe ich nicht. Wie in Gottes Namen soll ich das denn packen? Oh mein Gott, Alter. Wie soll ich das denn bitte packen? Mann, ey, ich bin aber auch ein absoluter Volldepp. Na, freilich. Komm, hau ab jetzt. Hau ab. Komm ich da durch? Okay, ich bin durch. Nein, sie kommen weiter. Sie kommen mit. Sie kommen mit. Nein, bitte, bitte, lass mich rennen. Kann ich hier nicht einfach verschwinden? Alter. Nee, komm, da war eine Ziege. Ich hab's gesehen. Ist mir egal. Komm, rinn hier. Ich hab keinen Bock mehr auf die. Und keine Muni mehr. Alter, du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Leute, ich bin hier gerade in Sicherheit. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier an dieser Stelle. Ich danke wie immer fürs Reinsehen. Vergesst bitte den Daumen in nördlicher Richtung nicht, falls ihr auch nicht verpassen wollt, wie uns diese Wichser hier weiterhin auf den Sack gehen und uns schön an den Knochen nagen. Dann bitte auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr gar kein Video mehr. Und wenn ihr noch mehr von mir erleben wollt, dann schaut doch gerne mal auf meinem Insta-Channel vorbei. Der ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten danke ich wie immer fürs Reinsehen. Bleibt alle schön gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.